zusammen. Wir machen heute, fragt mich nicht, wie man das ausspricht, ich nenne es jetzt Obst, Clafoutis. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber Obst sage ich in dem Falle, weil ich mich heute nicht auf eine Beere bezogen habe oder auf ein Obstteil, sondern auf so einen Obstsalat. Das ist mir einfach eingefallen, weil es gibt ja bei so größeren Geschäften manchmal diese Salatbar, wo es dann halt Obstsalat gibt, aber auch den normalen Salat. Und da habe ich mir gedacht, machen wir das auch einfach mal so mit gemischtem Obst. Man kann natürlich auch sich für eine Sache entscheiden, aber ich habe gedacht, warum nicht mal so. Und zwar, was brauchen wir? Wir brauchen einmal 100 Gramm Beeren oder Früchte. Also bei mir ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr, aber ich nehme jetzt das, was ich jetzt halt heute besorgt habe. Aber ansonsten 100 Gramm. Dann kommen wir zu den Eiern. Da kommt es dann auch drauf an, welche Eiergröße ihr habt. Also solltet ihr L-Eier haben, dann reichen 2. Und solltet ihr M- oder S-Eier haben, dann würde ich euch 3 raten. Dann habe ich hier 50 Gramm Erythrit, also Zucker, habe ich einfach gemahlen, damit er sich besser verteilt. Dann brauchen wir etwas Vanille. Ich habe jetzt hier meine Vanille Flavor Drops, da gebe ich was dazu. Könnt natürlich auch von der Vanilleschote was auskratzen oder Vanilleextrakt nehmen. Dann brauchen wir eine Prise Salz, etwas Zimt, etwas Zitronenschalenabrieb. Dann brauchen wir 120 ml Sahne. Und jetzt muss ich noch mal spicken, 40 Gramm gemahlene Mandeln oder gerne natürlich auch Mandelmehl. Und dann brauchen wir 30 Gramm flüssige Butter. Ich habe jetzt ein ganz kleines bisschen mehr wie 30 Gramm gemacht, einfach weil ich mir einfach die Auflaufform schon mal einfetten wollte. Deswegen habe ich einfach ganz, also minimal mehr dazugegeben, habe die schon mal eingefettet. Und ja, dann haben wir alles gesagt und können eigentlich jetzt die Sachen zusammenrühren. Und zwar beginnen tun wir mit den Eiern. Da gebe ich jetzt den gemahlenen Zucker mit dazu. Dann noch eine Prise Salz. Und Vanille gebe ich noch dazu. Aber da gebe ich nur wenig, weil das ja auch noch mit süßt. Und das tun wir jetzt einfach erstmal verrühren. Jetzt habe ich das richtig schön cremig aufgeschlagen. Dann geht es weiter und zwar einmal mit der Butter. Dann mit der Sahne. Zitronenschalenabrieb. Und etwas Zimt. Und das tun wir nochmal verrühren. Jetzt fehlen uns noch die gemahlenen Mandeln. Die geben wir dazu. Was ich natürlich wieder sagen will. Oder was heißt sagen will, sagen muss. Das ist natürlich wieder keine Werbung. Ne? So, das verrühren wir nochmal. Und dann können wir das Ganze auch schon in die Form geben. Ich habe die Form hier etwas eingepinselt. Da gebe ich jetzt einfach das Obst rein. Und dann geben wir einfach unseren Teig drüber. Und dann kann das Ganze auch schon ab in den Ofen. So, meine Lieben, so sieht das Ganze jetzt aus. Und zwar, was die Zeit im Ofen betrifft, das kann ein bisschen variieren. Und zwar, ich denke, das hängt hauptsächlich auch damit zusammen, was man zum Beispiel für Beeren oder Obst nimmt, also wie viel Flüssigkeit sozusagen die dann noch mit sich bringen. Weil ich hatte ja jetzt da zum Beispiel auch Trauben dabei. Und deswegen war das bei mir jetzt 50 Minuten im Ofen. Ich habe allerdings so nach 35 Minuten oder 40 Minuten das Ganze abgedeckt, damit es nicht zu dunkel unten wird. Und wie gesagt, also ich würde einfach mal zwischen 35 und 50 Minuten dann einfach mal reingucken. Und viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. So sieht das Ganze dann aus. Und ja, was soll ich noch mehr sagen? Außer macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!